Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, der Gaming-Spezialist. Wir bieten euch WoW Gold, CD-Keys, Gamecards und vieles mehr. www.mmoga.de Ja, nun begrüße ich euch hier zum Meucheln-Teil des Schurkenguides. Der gute Smudder hat hier wieder einige Erklärungen für euch und Sachen ausgearbeitet, und daher werde ich das Wort direkt an ihn übergeben, damit er euch erklären kann, was er da in dem Video macht. Jo, wir legen direkt los mit dem Level 10 Skill, das ist hier Verstümmeln. Das macht den Spec vor allem zum Leveln attraktiver, da man den Skill schon mit Level 10 bekommt und nicht erst mit Level 50. Entschlossenheit des Assassinen erhöht die maximale Energie um 20 und den Nahkampfschaden um 15%, wenn wir mit 2 Dolchen ausgerüstet sind. Verbesserte Gifte, das war früher mal ein Talent, hat sich aber nichts dran verändert. Die Meisterschaft Potente Gifte erhöht den Schaden der Gifte und den Schaden von Vergiften um 28% und jeder weitere Punkt Meisterschaft bringt weitere 3,5%. Und schon geht's ab in den Talentbaum, da geht's auch direkt los mit einem sehr interessanten Talent, nämlich tödliche Dynamik. Jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten, setzen sich Zerhäckseln und Gesundung auf die ursprüngliche Dauer zurück. Dadurch ist das Talent besonders stark zum Leveln, und wir gucken uns jetzt mal an, wie in etwa es aussehen könnte, wenn man levelt. Wir sind hier mit einer Kampfskillung in Uldum und prügeln einfach mal ein paar Mobs. Der erste Mob ist tot und wir legen uns jetzt erstmal ein Zerhäckseln zu. Das geht jetzt auch, wenn der Gegner schon tot ist. Das Talent hat noch einen kleinen Nebeneffekt, es erhöht nämlich die Crit-Chance des nächsten Angriffs innerhalb von 10 Sekunden um 80%. Der zweite Mob ist tot und dadurch hat sich die Dauer von Zerhäckseln schon wieder auf 32 Sekunden zurückgesetzt. Jetzt legen wir uns noch eine Gesundung zu, um uns zu heilen, und gehen dann weiter zum dritten Mob. Da Zerhäckseln und Gesundung jetzt dauerhaft oben gehalten werden, können wir die Gegner mit Ausweiden bearbeiten. Und es fällt jetzt auch auf, dass unsere HP dank Gesundung nie weit unter 100% fallen. Ich denke, jetzt hat man ganz gut gesehen, wie stark dieses Talent zum Leveln ist, und deshalb sollte man es in jeder Level-Skillung einfach mitnehmen. Dann geht's weiter mit Gnadenstoß. Das Talent hieß früher verbessertes Ausweiden, heißt jetzt Gnadenstoß, weil es auch den Schaden von Vergiften um 20% erhöht. Tödlichkeit erhöht jetzt nur noch den kritischen Schadensbonus von Blutsturz, Meucheln, Verstümmeln und Finsterer Stoß. An Skrupellosigkeit hat sich nichts verändert. Elan, hier wurden 2 alte Talente zu einem neuen vereint. Es gibt zum einen 15% mehr Bewegungstempo und zum anderen erhält man 20% mehr Heilung. Stichwunden ist gleich geblieben. Dann gibt es hier ein neues Talent, nämlich Nackenschlag. Das bewirkt, dass ein Gegner noch 8 Sekunden lang 70% weniger Schaden verursacht, nachdem die Kopfnuss ausgelaufen ist. An der tödlichen Mischung hat sich nichts verändert. Kaltblütigkeit stellt jetzt bei Aktivierung 25 Energie wieder her. Wenn ihr das Übersichtsvideo gesehen habt, wisst ihr, dass auf Dolchfächer eigentlich keine Gifte mehr procken können. Das Talent Üble Gifte macht es aber möglich, dass die Gifte, die gerade auf den beiden Dolchen aufgetragen sind, auch wieder auf Dolchfächer procken können. Abgestumpfte Nerven ist gleich geblieben. Und an Schicksal besiegeln hat sich auch nichts verändert. mörderische Absicht. Wenn man Meucheln benutzt und der Gegner weniger als 35% HP hat, stellt man 30 Energie wieder her. Deshalb ersetzt man Verstümmeln ab 35% durch Meucheln und freut sich über einen starken DPS-Anstieg. An Amok hat sich nichts verändert. Meister der Gifte macht jetzt nicht mehr den 3% Crit-Debuff, sondern den 8% Spell-Damage-Debuff. Verbessertes Rüstungsschwächen. Dadurch werden alle Kombopunkte wiederhergestellt, die man eigentlich bei Rüstungsschwächen verbrauchen würde. In Stücke schneiden ist gleich geblieben. Vergiftende Wunden gibt Blutung und Erdrosseln eine Chance von 60% pro Tick, zusätzlich Naturschaden hinzuzufügen und 10 Energie wiederherzustellen. Sollte die Blutung noch laufen und der Gegner stirbt, kriegt man so viel Energie wieder zurück, wie man wahrscheinlich in der Zeit noch wiederhergestellt hätte. Vendetta ist das neue Ultimate, hat 2 Minuten Cooldown und man setzt damit einen Debuff auf den Gegner, der 30 Sekunden lang hält und den verursachten Schaden auf genau diesen Gegner um 20% erhöht. Sollte der Gegner in dieser Zeit Verstohlenheit oder Unsichtbarkeit benutzen, kann man ihn trotzdem noch sehen. Jetzt haben wir noch 10 Punkte für die anderen beiden Bäume, das skillen wir Präzision, gibt uns jetzt 6% mehr Hit. Und Nachtpirscher, das hieß früher mal anders, hat sich aber nichts dran verändert, ist eigentlich nur ein Filler-Talent, um weiter nach unten in den Baum zu kommen. Unerbittliche Stöße, daran hat sich auch nichts verändert. Und als letztes günstige Gelegenheit. Da haben wir aber die Möglichkeit, etwas zu variieren und einen Punkt aus Präzision rauszunehmen und in günstige Gelegenheit noch zu stecken, falls wir denn genug Hit haben. Dann kommen wir zu den Glyphen. Wie immer zuerst die Primärglyphen. Da haben wir Verstümmeln, verringert die Energiekosten von Verstümmeln um 5. Meucheln, sodass die kritischen Treffer von Meucheln 5 Energie wiederherstellen. Hier haben wir die Möglichkeit, die Glyphe gegen eine Vendetta-Glyphe zu tauschen. Und Blutung erhöht die Dauer von Blutung um 4 Sekunden. Dann zu den erheblichen Glyphen. Da haben wir Dolchfächer, erhöht den Radius von Dolchfächer um 50%. Sprinten erhöht das Bewegungstempo von Sprinten um zusätzliche 30%. Und Finte verringert die Energiekosten von Finte um 20. Da gibt es jetzt die Alternative, noch eine Mantel der Schattenglyphe einzusetzen. Und die geringen Glyphen sind schon nahezu frei wählbar. Ich nehme immer sicheres Fallen mit. Das ist in sehr vielen Situationen sehr hilfreich. Und Verschwimmen. Und Gifte. Jetzt gucken wir uns mal die Rotation an einem Dummy an. Erstmal packen wir sofort wirkendes Gift auf die Mainhand und tödliches Gift auf die Offhand. Wichtig ist, dass wir in Verstohlenheit starten, wegen dem Amok-Buff und Erdrosseln auf den Gegner setzen. Als nächstes müssen wir einmal Zerhäckseln benutzen. Dann sollten wir auch so schnell wie möglich die beiden Cooldowns Vendetta und Kaltblütigkeit benutzen. Vendetta wird einfach direkt auf den Boss gesetzt und Kaltblütigkeit benutze ich persönlich am liebsten für ein 5 Kombopunkte vergiften. Dann halten wir Blutung auf den Gegner oben. Wenn die Blutung ausläuft, sollten wir so schnell wie möglich eine neue setzen. Wenn die Blutung noch lange genug hält, finishen wir mit Vergiften. Die ersten 20 Sekunden vom Kampf sind jetzt rum und der Amok-Buff ist ausgelaufen. Deshalb verschwinden wir jetzt und starten nochmal mit Erdrosseln. Dadurch haben wir zum einen nochmal den Amok-Buff und zum anderen ein Erdrosseln auf dem Gegner. Die Finisher setzen wir immer bei 4 oder 5 Kombopunkten. Wenn man 4 Kombopunkte hat, sollte man sich den 5. nicht mehr holen. Die Kombo-Punkte selbst bauen wir natürlich durch Verstümmeln auf. Wenn Vendetta, Kaltblütigkeit oder Verschwinden wieder ready werden, sollte man sie sofort wieder benutzen, es sei denn, es macht Sinn, sich die Cooldowns für eine bestimmte Phase eines Bosskampfes aufzuheben. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal in Action, und zwar sind wir hier in Burg Schattenfang beim letzten Boss. Ich habe schon 5 Kombopunkte auf den Boss gebracht durch Umlenken und setze vor dem Pull noch einen Schurkenhandel auf den Tank. Bis 35% spielen wir genauso, wie wir es gerade am Dummy gesehen haben. Und jetzt ab 35% benutzen wir Verstümmeln nicht mehr, sondern Meucheln, weil wir nur 30 Energie zurückkriegen jedes Mal, wenn wir Meucheln benutzen. Dabei muss man aber noch beachten, dass man für Meucheln hinter dem Gegner stehen muss, was man aber sowieso immer tun sollte. Ja, nach einigen Momenten der Ruhe, in denen wir uns angeschaut haben, was du in Burg Schattenfang machst, kommen wir dann jetzt zum Ende des Guides. Ich möchte dir natürlich erstmal danken. Ja, hast du noch irgendeine Anmerkung zum Meuchelnbaum? Irgendwas? Nicht. Okay. Ja, falls ihr, wie gesagt, in eines der anderen Videos wollt, ich habe das jetzt hier rausgenommen, die Möglichkeit, weil das relativ viel Arbeit ist und das sehr wenig genutzt haben im Vergleich. Falls ihr in eines der anderen Videos wollt, es gibt hier in der Beschreibung einen Link zu meiner Homepage, zu dem Guide auf meiner Homepage, und da sind alle 4 Videos untereinander aufgelistet, sodass ihr da einfach dann bestimmen könnt, wo ihr gerne hin möchtet. Dort sind auch Skillungen noch zu finden. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich in den Comments dort oder auf YouTube äußern, und auch im IRAE-Forum, falls später noch Fragen aufkommen. Auch der Link zum IRAE-Forum ist ja, in der Beschreibung dieses Videos, und von daher einfach draufklicken, dort eure Fragen stellen. Smudder oder irgendjemand anders wird diese Fragen dann für euch beantworten. Ja, ich danke Smudder nochmal für den Meuchelnbaum, und ja, entweder wir sehen uns in einem der anderen Schurkenbäume oder sonst wo. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer Wenjen.